Hallo, herzlich willkommen zu einem neuen Video von kreativekirchde.de. Heute ein kurzes Tutorial zu der Software Profi CAD. Und zwar, im ersten Video habe ich einen kleinen Fehler gemacht. Ich habe die Suchfunktion nicht so richtig erklärt. Ich habe Folgendes gemacht: Ich bin zu Google gegangen, habe Profi CAD und Arduino zum Beispiel eingegeben, habe dann da drauf geklickt und habe dann alle Symbole, Elektronik, Elektronik, Arduino. Allerdings ist es ein relativ aufwendiger Weg. Wenn ich im Feld bin und die Leertaste drücke, erscheint ein Suchbegriff. Wenn ich da jetzt zum Beispiel Arduino eingebe, dann kommt eine Live-Suche, also in dem Moment, wo er irgendwas findet, macht er das schon. Und hier finde ich dann direkt das, was ich brauche. Das Ganze geht mit allem Möglichen. Wenn ich hier zum Beispiel Öffner eingebe, dann kommen alle Öffnungsschalter und ich kann die sofort einfügen. Wenn ich jetzt noch zum Beispiel Schütz eingebe, dann sieht man, ich muss teilweise gar nicht fertig schreiben und schon fängt der an zu suchen. Und die Suche, habe ich jetzt festgestellt, ist eigentlich super gut. Ich verwende eigentlich kaum mehr auch hier drüben diese Felder, sondern gehe wirklich tatsächlich mit der Leertaste, gehe ich zum Beispiel zu Netz. Teil, dann kommt sofort das Netzteil für die Logo, die ich brauche. Es ist eine wirklich sehr gute Tiefensuche, wo man ganz schnell und Gutes findet. Möchte ich einfach noch kurz darauf hinweisen, weil in dem ersten Tutorial ich eben den Fehler gemacht habe, immer über die Google-Suche zu gehen. Das funktioniert auch, das funktioniert sogar sehr gut. Also da ist die Webseite eigentlich relativ gut, aber der schnellere Weg ist definitiv über die Leertaste. Der Cursor blinkt sofort, irgendwas einzugeben und zu gucken, wie es denn heißt. Wichtig ist einfach, dass man natürlich ungefähr die Bezeichnung weiß, wie es hier hinterlegt ist. Aber es ist sehr gut. Ich habe es ausprobiert auch mit Leertaste, zum Beispiel mit Klemm. Und jetzt muss ich noch die Leiste dazu machen. Und schon passt das alles. Also Top-Programm und hier noch einen kleinen Nachtrag mit der Suchfunktion. Vielen Dank fürs Zuschauen und viel Spaß beim Schaltpläne zeichnen.